Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Final Fantasy 14 Online. Und ein Abo und ein Daumen nach oben, natürlich wie immer und sonst, würde mich sehr freuen, solltet ihr euch dazu entscheiden solltet. Makoto, du kannst an Makotos Gesicht ablesen, dass irgendetwas Schlimmes passiert ist. Potato, etwas Schreckliches passiert. Wachtmeister Kongo, er hat sich das Leben genommen. Was? Der Wachtmeister hat, so wurde mir gesagt, damit die Verantwortung für sein Versagen übernommen. Es ist ihm nicht gelungen, den gesuchten Mörder Ogetsu zu finden und er hat den Tod für Irasaki Segumi Samurai zu vertreten. Trotzdem, deswegen gleich Seppuku zu begehen, so hätte ich den Wachtmeister Kongo nie eingeschätzt. Der stellvertretende Wachtmeister Shiden wird nun die Führung über die Seki Segumi übernehmen. Seine erste wichtige Aufgabe ist es, für den Schutz der Tairo zu sorgen. Er hat derzeit also unglaublich viel zu tun. Aus diesem Grund soll auch kein Begräbnis für Wachtmeister Kongo abgehalten werden. Schon seltsam, die beiden kannten sich doch schon so lange. Entschuldige, ich wollte nicht all meine Sorgen bei dir abladen. Ich habe eine wichtige Aufgabe für dich. Ich hab eine Idee. Dieser Shiden, der ist in Wirklichkeit Ogetsu. Vielleicht weiß keiner von dem, wie Ogetsu aussieht. Und Shiden ist Ogetsu. Und Shiden hat den Typen umgebracht. Ich muss ja wieder um die Ecke denken. Das Spiel will mich wieder verarschen. Ich weiß es genau. Mir wurde aufgetragen, im Hafen beim kleinen Pier zu patrouillieren, während sich der Tairo in Kugane aufhält. Ich wäre dankbar für ein zusätzliches Paar Augen. Wenn dir irgendetwas verdächtig vorkommt, dann zögere nicht und gib mir sofort Bescheid. Ich glaube, das Spiel führt mich mit einer Nase herum. Das Raytracing funktioniert jetzt übrigens richtig. Das hat vorher nicht ganz richtig funktioniert. Man sieht es jetzt auch an den Haaren gerade. Die haben ihre Farbe leicht verändert, als ich hier neben stehe. Man sieht es hier sehr gut. Sehr gut sieht man das hier. So. Aber nachts wird es noch krasser. Dann Iterit? Nee. La 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 la. La 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 la. Bam 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 bam. Ich glaube, hier drin sieht man es auch krass. Vor allem, wenn man hier neben dem Licht steht. Das ist krass, oder, der Unterschied, oder? Hier gar kein Licht von der Lampe. Eigentlich fast gar nichts. Und hier wird man richtig von der Lampe angeschieden und ist definiert farblich. Problem ist doch, wenn die Lampe außerhalb des Bildes ist, passiert das halt nicht mehr. Weil das Ding nur mit dem arbeiten kann, was man auf dem Bild sieht. Das ist halt ein bisschen das Blöde. Ist halt kein echtes Raytracing. Also ist schon Raytracing, aber es ist halt kein Raytracing, was in die Engine eingebaut ist. Also ist kein RTX. Ist keine Voxel Cloud. So, lass mich raten. Ist es oben? Nee, ist es hier unten. Okay. Hier gibt es nichts Besonderes zu sehen. Ich muss immer wieder hin und her schalten, ihr seht es, ne? Ich muss einfach gucken, wie es aussieht. Auf dem Landungssteg siehst du einen kleinen Glücksbringer liegen. Vielleicht klebt daran etwa Blut? Blut. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Ja, ich merke auf jeden Fall, dass das Spiel lebendiger aussieht so ein bisschen, dass das Licht realistischer aussieht. Auch wenn es immer noch ein bisschen stark ist, das Licht, aber perfekte Einstellung finden ist nicht so einfach. Fragt mal meinen Chat, liebe Leute auf YouTube. Fragt mal, wie oft ich hier saß und eine halbe Stunde lang irgendwie an Shadern rumgespielt habe. Da bist du ja. Hast du am kleinen Pier irgendetwas entdeckt? Ein Glücksbringer. Und der ist mit Blut verschmiert. Irgendwo habe ich das schon mal, habe ich den schon mal gesehen. Der gehörte doch Wachtmeister Kongo. Ich bin mir ganz sicher, er trug ihn immer um den Hals. Aber wieso liegt er hier im Hafen? Kongo hat sich doch im Quartier... Hast du Kongos Leichnam gesehen? Nein, das habe ich nicht.
Die Geschichte mit dem Selbstmord kommt mir immer komischer vor. Es ist einfach nicht Wachtmeister Kongos Art, seine Leute so im Stich zu lassen. Dann noch die Tatsache, dass keine Beerdigungsfeier angesetzt ist. Und jetzt dieser Glücksbringer. Könnte es etwa sein, dass es gar kein Selbstmord war? Wurde Wachtmeister Kongo womöglich von Ugetsu Schergen ermordet und seine Leiche davon geschafft? Also hatte Shiden recht, dass wir einen Verräter in den eigenen Reihen haben. Wachtmeister Kongo ist nicht so leicht zu überwältigen, also wurde er verraten und in eine Falle gelockt. Wir müssen sofort mit Shiden sprechen. Er befindet sich gerade im Konsulat von Tafnea, wo auch Tairo ist. Los, schnell! Hier übrigens der Unterschied. Normal mit den ganzen Shadern. Wobei ich sagen muss, es ist immer noch ein bisschen zu hell, ne? Wenn man ganz ehrlich ist, ist es immer noch ein bisschen zu hell. Es müsste noch ein Tick weniger hell sein. Es ist schon sehr hell. Wobei man auch sagen muss, es ist Tag, ne? Es ist klares Wetter. Wetter ist heiter. Es ist klarer Tag. Ohne eine Wolke am Himmel. Also prinzipiell ist es schon nicht unrealistisch, sage ich mal. Die Helligkeit. Weil das ist eher ein bisschen dunkel, wenn man ehrlich ist. Aber ich kann verstehen, dass es vielleicht einigen Leuten jetzt an den Augen wehtut, wenn es so hell ist. Also laufe ich nur im Schatten für euch. Ich bin ja eh ein Samurai. Ich bewege mich in den Schatten, ne? Ja, das waren Shinobis. Shinobi war übrigens das andere Wort, was ich gesucht habe. Ist mir wieder eingefallen mittlerweile. Weder der Tairo noch Shiden befindet sich hier. Warum? Nun, du weißt doch, was man über den Tairo und seinen Vorlieben munkelt, oder? Dann kann er ja nur an einem Ort sein. Der Tairo hat eine Vorliebe für Geikos und besonders für die Damen in Sanyo Hanamachi, dem Vergnügungsviertel von Kogane. Schon bei seinem letzten Besuch soll er nur unter dem Deckmantel einer offiziellen Mission nach Kogane gekommen sein, um sich auf Staatskosten unterhalten zu lassen. Nun stehen wir mit dem Großteil unserer Leute wie die Ölgötzen beim Konsulat rum. Und wofür? Nur um den Schein zu wahren, dass der Tairo hier seine Arbeit tut. Es ist nicht zu fassen. Wir müssen sofort nach Sanyo Hanamachi. Ja, hier ist das mit der Helligkeit schon wieder ein bisschen krass, ne? Ihr seht das, es ist... Ich glaube aber übrigens, es liegt nur an dieser einen Einstellung. Gucken wir mal ganz kurz, wenn ich die wieder ausschalte. Ja. Wobei, ne, es ist auch hier jetzt noch, tatsächlich. Krass. Aber jetzt ist es nicht mehr so hell. Ich habe keine Ahnung. Potato Pet hat auch keine Ahnung. Wie ich es einstellen soll. Komm, wir machen es nochmal so an wie gerade eben. Es tut mir so leid, dass ich immer wieder reingehe, aber ich müsste es doch auch verstehen. Ah ne, ich hab das auf 0 gestellt, statt auf 1. Auf 1 könnte es wirklich besser sein. Ja, es wird schon deutlich heller hier. Weil der Himmel halt mit dabei ist auf dem Bild. Aber jetzt ist es vielleicht nicht ganz so anstrengend für die Augen. Der Kampf von Vorfall auf dem Matsuba-Platz beginnen. Ja. Shiden, was machst du da? Ihr zwei, warum seid ihr nicht am Hafen? Ich wollte mit dir sprechen und war am Konsulat von Tafnea, aber dann ist mir klar geworden, dass der Tairo nicht geschäftlich nach Kogane gekommen ist und... Mag sein, doch das geht uns nichts an. Um seine Sicherheit hier braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Ich habe alles unter Kontrolle. Kehrt nun auf euren Posten zurück. Ich sag doch erst Ugetsu. Shiden. Was hattest du mit dem gezogenen Katana vor? Du warst schon immer zu neugierig. Zu dumm, dass es uns auf Sakazuki nicht gelungen ist, dich aus dem Weg zu räumen. Er hätte dort mit dir zusammensterben sollen, aber wir haben Mususais Schüler unterschätzt. Warum, Shiden? Warum hast du uns hintergangen? Ich wurde als Sohn von Bauern in Armut geboren. Unser Fürst war ein Tyrann und niemand wagte es, gegen ihn aufzubegehren. Bis meine Eltern nicht einmal genug übrig hatten, um sich selbst zu ernähren. Sie nahmen all ihren Mut zusammen und sprachen bei unserem Fürsten vor. Doch anstatt sie anzuhören, ließ er sie einsperren. Und um jeden Widerstand im Keim zu ersticken, versammelte er noch am selben Tag alle Dorfbewohner und ließ meine Eltern... Er ließ sie bei lebendigem Leibe verbrennen.
Es war so grausam. Ich konnte nur hilflos zusehen, wie meine Eltern starben. Doch in jedem Moment schwor ich mir, dass ich eines Tages alles ändern würde, was in dieser Welt falsch ist. Ich begann wie besessen mit den Katana zu trainieren und wurde schließlich von der Seki Segumi eingestellt. Anfangs war ich begeistert, weil ich dachte, etwas bewirken zu können, doch es dauerte nicht lange, bis ich merkte, dass die Seki Segumi nichts weiter als ein Werkzeug derjenigen ist, die an der Macht sind. Während wir Kleinkriminellen nachstellen, drehen die da oben ihre großen Dinger. All das Gerede von Ehre und Gerechtigkeit, das hatte auf einmal alles keinen Sinn mehr für mich. Ich fühlte mich leer und nutzlos. Doch dann traf ich Ugetsu und er öffnete mir die Augen. Um wirklich einen Wandel zu bewirken, muss das Shogunat zu Fall gebracht werden. Die gesamte Regierung muss mitsamt ihrer verfolgten Wurzeln entfernt werden. Shiden, du bist mein Kamerad und ich fühle deinen Schmerz, aber Ugetsus Fahrt wird unser Land ins Verderben stürzen. Er führt direkt in einen Bürgerkrieg. Ja, das Leid während eines Krieges ist sicherlich nicht besser als das Leid armer Bauer unter dem Joch eines Tyrannen. Doch alle Hingana sollen dieses Leid, meinem Schmerz, erfahren. Du bist wahnsinnig. Ich würde eher sterben, als zuzulassen, dass ihr Hingashi in einen Bürgerkrieg stürzt. Du willst hier gegen mich kämpfen. Ein Kampf zwischen zwei Samurai der Seki Saigumi vor dem belebten Vergnügungsviertel. Aber du sollst deinen Kampf haben. Auf dem Matsuba-Platz. Da sind wir um diese Uhrzeit ungestört. Badadam, bam, bam, bam. Schade, dass es so kommen musste. Nun muss ich euch aus dem Weg räumen. Oh, die Musik. Ich liebe diese schwerfällige Musik. Bam, badam, bam, 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 bam. Dam, 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 dam. Dum dum da dum 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 Meister Ugetsu, die anderen, du hast unsere Kameraden getötet, du Dreckskerl! Hierher, hierher! Diese Stimme kenne ich doch! Verstärkung ist da! Die Samurai der Seki Segumi sind uns zur Hilfe geeilt. Hört her, Shiden hat uns verraten. Er macht mit Ugetsu gemeinsame Sache. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Zu Diensten. Was? Was hat das zu bedeuten? Du bist so naiv. Hast du wirklich geglaubt, ich wäre der Einzige, der zu Ugetsu übergelaufen ist? Oh nein. Sind sie alle? Wegen diesen beiden ist unser Plan gescheitert. Sie sind Hindernis auf unserem Weg in ein neues Hingashi. Beseitigen wir sie. Jawohl, für die Gerechtigkeit! Falsche Gerechtigkeit, meine lieben Freunde. Falsche Gerechtigkeit. Ihr irrt euch. Seht ihr, wo er euch hingeführt hat, Leute? In den Tod hat er euch geführt. Da hat er euch hingeführt. Folgt mir, hierher! Diese Stimme, ist das möglich? Entschuldigt, dass ich so spät komme. Ich habe noch alle Krieger eingesammelt. Wachtmeister, du bist am Leben! Die Situation ist kritisch. Shiden und viele unserer Samurai haben sich als Verräter entpuppt. Ich weiß genau Bescheid. Er hat mich nachts überfallen. Wie bitte? Shiden hat selbst dich angegriffen? Mist, du hast überlebt, hä? Bist ein zäher Bursche. Shiden, ausgerechnet du. Kongo, du bist zu stur, meine Beweggründe verstehen zu können. Ugetsu wird unser Land vereinen. Ich hätte nicht geglaubt, dass du dich so leicht täuschen lassen würdest. Tötet alle Verräter, aber nehmt euch vor ihnen Acht. Wir sind die Seki Segumi. Wir kämpfen, um den Frieden zu sichern. Ich werde dein Gegner sein. Ich will sehen, aus welchem Holz du geschützt bist. Alter, die Texte gehen leider ein bisschen zu schnell vorbei.
Nein, wie konnte ich nur verlieren? Schieden ist gefallen. Rückzug! Feiglinge, ihr kommt uns nicht. Wir sollten sie nicht zu weit verfolgen, sonst kommen die Zivilisten zu Schaden. Alter Schwede, diese Texte, die immer so schnell kommen. Also die kommen nicht nur schnell, die verschwinden auch wieder schnell. Das ist das Problem. Es ist ausschieden. Wirf deinen Katana weg. Nichts ist aus. Hingashis Albtraum hat gerade erst begonnen. Ugetsu, verzeih mir. Leb wohl, alter Freund. Mögen wir uns im nächsten Leben wieder begegnen. Wachtmeister, den Kami sei Dank, du bist in Sicherheit. Erstmal möchte ich euch danken. Potato, danke, dass du dich für die Seki Segumi eingesetzt hast. Entschuldige bitte, dass ich so unhöflich zu dir gewesen bin. Ich möchte mich auch bei dir bedanken, Potato. Wer weiß, wie die Sache ausgegangen wäre, wenn du nicht gewesen wärst. Dass ausgerechnet Schieden mir nach dem Leben trachten würde. Uns hat er erzählt, du hättest Selbstmord begangen. Ich war hoffentlich sofort klar, dass das nur dummes Gerede sein kann. Ein Samurai wie ich schneidet sich doch nicht den Bauch auf, nur weil aus einer Mörderjagd eine Mission zur Rettung des Shogunats wird. Mitten in der Nacht hat mich Shiden zum Hafen kommen lassen, um angeblich etwas Wichtiges zu besprechen. Während ich auf ihn wartete, griff mich dieser Schuft ohne Vorwarnung aus den Schatten an. Ich konnte schnell genug reagieren, um einen tödlichen Treffer zu entgehen. Doch während ich mich wegdrehte, verletzte er mich. Der Schwung meiner Bewegung förderte mich über den Rand des Piers ins Wasser, wo ich mich so lange verborgen hielt, bis Schieden von meinem Tod überzeugt war und ging. Als die Luft rein war, kletterte ich wieder an Land und begann damit, meinen bisherigen Freund und Kameraden zu beschatten. Deshalb gab es keinen Leichnam und auch keine Trauerfeier. Ich belauschte Schieden bei einem Treffen mit anderen Mitgliedern der Seki Segumi, bei dem sie die Ermordung des Tairo planten. Ich hielt mich von unserem Quartier fern und verfolgte die Verräter, deren Identität ich nun kannte, auf Schritt und Tritt. Keine Sekunde ließ ich sie aus den Augen. Im Rakusa-Bezirk wollte ich schon zuschlagen, doch dann kamt ihr. Ich folgte euch bis zum Matsuba-Platz. Dem Tairo ist nichts passiert und die Verräter sind beseitigt. Jetzt ist es Zeit für mich, zum Quartier zurückzukehren. Potato, nochmals danke für deine Hilfe. Du hast der Seki Segumi einen großen Dienst erwiesen. Potato hat einen großen Dienst erwiesen. Ja, so ist das nämlich. Potato ist nämlich okay. Oder so. Total okay. Potato. Potato. Ich fand das gerade eben ein bisschen komisch, weil ich will diesen Effekt, dass es so heller wird auf einmal, will ich echt weghaben. Oder dass es immer so hell ist, das wäre schön. Das geht auch, meiner Meinung nach. Also das wäre auch okay, wenn es immer so hell wäre. Was denn, wenn ich das jetzt auf maximal stelle? Ne, dann passiert das auch. Jetzt wundern sich die Leute. Auf YouTube, was ich hier gerade mache. Ich habe es in Twitch schon mal erklärt, was ich mache. Eigentlich sollte es jetzt nicht mehr passieren. Es ändert ja nicht die Helligkeit. Nur so ein ganz klein bisschen. Jetzt ändert er immer noch die Helligkeit. Ganz komisch. Ich weiß es nicht. Dann schließen wir das Questmaschel ab. Weil das Wetter jetzt so schlecht ist, ist ja eh egal. Jetzt sieht ja eh alles gut aus. Anfangs hegte ich Vorurteile dir gegenüber, weil du nicht von hier bist. Und dann wurde ich von dem Higana betrogen, dem ich am meisten vertraute. Als Wachtmeister hätte ich wissen müssen, was in der Seki Segumi vor sich geht. Ich habe mich von Shiden und seinen Leuten zum Narren halten lassen. Immerhin sind nun alle Verräter in unseren Reihen aus dem Weg geräumt. Richtig, es ist wirklich eine Schande, so wie es aussieht. So wie es aussieht, war es Shiden, der unsere Leute für Ugetsus Sache angeworben hat. Diejenigen, die ablehnten, hat er umbringen lassen, genau wie unseren Kameraden am Strand. Daran zu denken, dass diese guten Samurai einem hinterhältigen Verrat zum Opfer fielen, anstatt ehrenvoll im Kampf zu sterben, es schmerzt mehr als die Wunde, die Shiden mir zufügte.
Konntest du während deiner Beschattung herausfinden, wo sich Ogetsu versteckt hält? Ich habe mich umgehört und herausgefunden, dass er seine Basis wohl irgendwo in Yangtze eingerichtet hat. Wo genau, das konnte ich jedoch nicht herausfinden. Gestatte mir noch eine Bemerkung. Der Tairo, ist der es überhaupt wert, dass wir unser Leben für ihn riskieren? Warum wir selbstgefällige Regierungsbeamte wie ihn schützen müssen, während andere Armut erleiden, meinst du? Ich stelle mir oft dieselbe Frage. Doch auch wenn dieser Mann auf der einen Seite seinen Laster frönt, so erfüllt er andererseits zweifelsfrei eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung des Friedens. Dieses Reich ist vereint, doch der Frieden ist zerbrechlich wie eine Vase. Viele Feudalherren suchen nur nach einem Riss darin, den sie vergrößern können, um das Shogunat zu schwächen und mehr Macht zu erlangen. Der Tairo hält sie alle durch gekonnte Vermittlung und Manipulationen in Schach. Das Shogunat ist ein Sündenpfuhl der Korruption. Trotzdem haben wir von der Sekisegumi geschworen, den öffentlichen Frieden zu bewahren. Wir werden Ugetsu bis zum bitteren Ende bekämpfen und ich hoffe, dass wir auch bis zum bitteren Ende auf deine Klinge zählen können, Potato. Ich weiß nicht, ob ich die Kraft habe, diesen Kampf bis zum Ende durchzustehen, aber ich bin froh, dich auf unserer Seite zu wissen. Musosai hat weise entschieden, als er dich zu seinem Schüler machte. Es gibt gute Neuigkeiten, Potato. Wir haben herausgefunden, wo genau Ogetsu sich versteckt hält. Wachtmeister Kongo kann dir alles genau erzählen. Er sollte jeden Moment hier sein. Potato, gut, dass du hier bist. Wir haben Shidens Zimmer durchsucht und mehrere Schriftstücke gefunden, die er von Ogetsu erhielt. Sie deuten darauf hin, dass er sich in Yangtze in einer Burgruine nahe des Dorfes Namai aufhält. Ich gehe davon aus, dass er von Shidens Schicksal erfahren hat und damit rechnet, dass wir von seinem Unterschlupf wissen. Trotzdem glaube ich nicht, dass er ihn einfach so aufgibt. Der Weg nach Yangtze ist weit und es liegt außerhalb des Einflussbereiches der Sekisegumi. Er kann sich sicher sein, dass wir ihn dort nicht mit einer Einheit unserer Samurai angreifen. So wie ich es sehe, bleiben Ogetsu genau zwei Möglichkeiten. Entweder erwartet er mich, Makoto und dich in seinem Versteck, oder er kommt uns zuvor und greift uns hier an. Ogetsu war Mutsusais Schüler und ist ein tadelloser Schwertkämpfer. Außer dir und vielleicht noch mir, wird es niemand mit ihm in Zweikampf aufnehmen können. Da mein Platz als Wachtmeister hier im Quartier ist, möchte ich dich bitten, mit Makoto zusammen nach Yangtze aufzubrechen. Versucht Ogetsu in seinem Unterschlupf zu stellen. Sollte er uns hier angreifen, werde ich ihn gebührend willkommen heißen. Gute Reise und viel Erfolg. Yangtze liegt auf der anderen Seite der Robinsee. Schlage vor, wir treffen uns in Namai. Von dort aus können wir uns der Burgruine, in der er sich versteckt hält, nähern. So, weiter geht's. Auf zur Burgruine. Ich bin, glaube ich, nur so dunkel wegen des Raytracings, ne? Na, ja, geht so. Bam, 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 bam. Die Ruinen, denen wir Ogetsu vermuten, sind ganz in der Nähe. Ich werde vorausgehen und die Gegend auskundschaften. Würdest du mir den Rücken frei halten? Halte nach Ogetsu Schergen Ausschau und wenn du welche findest, mach kurz einen Prozess mit ihnen. Ew.
Oh, das Vieh greift mich ja noch an hier, stimmt. Ups. Mein Level ist ja noch zu niedrig. Bin ich gar nicht mehr gewohnt, dass ich angegriffen werde. Ich hoffe, jetzt kommen drei Leute, weil dann kann ich euch noch eine andere coole Fähigkeit zeigen. Ja. Dann zeige ich euch noch eine andere coole Fähigkeit. Kommt mal alle her, bitte. Kommt euch mal alle her, kommt. So, jetzt habe ich noch die hier. Schlitz, 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 Schlitz. habt ihr die Lebensbalken von denen gesehen? Schlitz, Schlitz, Schlitz. Potato kann sich wie ein Wirbelwind drehen. Und schlitzt alle auf. Schlitz, 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 Schlitz. Ich konnte Ugetsu nirgends erspähen. Ist er tatsächlich... Ja, er ist unterwegs nach Kogane. Er wird eurem Wachtmeister einen Besuch abstatten. Mögen die Kami mit dem Wachtmeister beistehen. Wir müssen sofort zurück. Wir dürfen keine Zeit verlieren, Potato. Lass uns sofort nach Kogane zurückkehren. Wir müssen Kongo warnen. Meister, nein! Ich war zu schwach. Tsuzuki Sagumi gehört jetzt dir. Du musst beenden. Sehen Sie an, wenn das nicht meine Schwester Kagetsu ist. Ich hatte nicht erwartet, dich hier in einer Sekisei-Gumi-Uniform zu treffen. Diese Haltung. Ja, du stehst da wie der Meister selbst. Du musst Musosais letzter Schüler sein, der Samurai, der Shiden niedergestreckt hat. Endlich treffen wir uns. Wie du habe ich von Musosai gelernt und wie du musste ich seinen absurden Pfad beschreiten. Wir sind praktisch Brüder. Es ist eine Schande, dass wir auf verschiedenen Seiten stehen. Hingashi ist schon zu lange vom Frieden verwöhnt. Seine Anführer sind weich geworden. Statt Feinden bekämpfen sie nun nur noch ihre Langeweile und das mit immer ausschweifenderen Exzessen. Ihre Existenz ist eine Fäulnis, die nur das Feuer der Rebellion ausbrennen kann. Um dieses Feuer zu schüren, beauftragte ich Shiden mit der Ermordung des Tairo. Doch du und die Sekisei-Gumi mussten mir ja einen Strich durch die Rechnung machen.
Bisher hielten wir uns verborgen, doch die Zeit ist nun vorbei. Nicht wenige teilen unsere Ansichten, und wenn sie sich uns anschließen, haben wir die Stärke, dem Shogunat offen entgegenzutreten und es zu besiegen. Den Wachtmeister von Kogane auszuschalten, war der erste Schritt zur Umsetzung unseres Planes. Nun, da er aus dem Weg geräumt ist, können die Mitglieder der Sekisegumi für sich selbst entscheiden, wem sie folgen wollen. Wenn sich jemand uns anschließen möchte, heißen wir ihn mit offenen Armen willkommen. Dieses Angebot gilt auch für dich, Kagetsu, und für dich, mein Bruder. Wollt ihr mit mir zusammen eine neue Welt erschaffen? Ich habe von meinem Meister gelernt, wann es Zeit ist, ein Katana zu ziehen. Erschaffen? Alles, was du willst, ist zu zerstören. Wenn das Shogunat fällt, wird Higashi in Kriegswirren versinken. Blut wird fließen, aber es wird die Sünden wegwaschen und den Boden nähren, auf dem eine neue, starke Nation heranwachsen wird. Was wir jetzt haben, ist kein Frieden, sondern Stillstand. Wir Samurai müssen wie ein Tsunami über Higashi heranbrechen und diesen Sumpf der Dekadenz reinwaschen. Du irrst dich. Ein Samurai kämpft dafür, das Chaos zu verhindern und nicht, um es zu schaffen. Hast du die Lehren von Meister Musuzai vergessen? Oh, sie ist auch eine Schülerin, oder was? Was ist mit euch? Wollt ihr willenlose Sklaven des Shogunats bleiben oder wollt ihr euch mir anschließen und dieses Land verändern? Wie enttäuschend. Aber wenn wir uns nicht einigen können, müssen wir halt kämpfen. Ich sehe keinen Grund, das Unvermeidliche noch länger hinauszuzögern. Lasst uns auf der Insel Beko treffen, deine Leute und meine, und herausfinden, wer der Stärkere ist. Die Frage ist, ob sich deine Leute noch unterstützen werden, nun, da sie wissen, dass wir Bruder und Schwester sind. Eieiei, Leute. Was geht da ab? Hört mich an, Kameraden. Als Anführerin der ersten Einheit bin ich diejenige, die am Wachtmeister Kongo Stelle tritt. Der Kampf gegen Ogetsu wird blutig, doch wir müssen siegen. Das Schicksal Higashis lastet auf unseren Schultern. Und hi, Elvis. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ich spiele jetzt den Samurai als zweite Klasse. Es ist wahr, Ogetsu ist mein älterer Bruder und bei meiner Geburt erhielt ich den Namen Kagetsu. Doch diesen Namen habe ich vor langer Zeit abgelegt. Wir wurden in Bukuyo, der Hauptstadt, in einem Samurai-Familie hineingeboren. Ogetsu zeigte bereits im Kindesalter so großes Talent als Schwertkämpfer, dass ihn alle als Wunderkind betrachteten. Für mich war er immer ein herzensguter und fürsorglicher Bruder. Wir waren stolz auf ihn und ich hätte nicht stolzer sein können, als der legendäre Mususai ihn zu seinem Schüler machte. Sie brachen zusammen auf, doch der Bruder, den ich kannte, sah ich nie wieder. Er war verändert, als er zurückkam. Er lachte nicht mehr, sondern blickte nur noch finster. Statt Scherzen gingen ihm nur noch Hasstiraden auf das Shogunat und die Fürsten über die Lippen. Er war nur noch von Wut erfüllt. Wut und Verzweiflung. Kurz darauf trennten sich die Wege von ihm und seinem Meister Mususai. Er begann damals, mich im Schwertkampf zu unterrichten. Er wollte wohl, dass ich mich in den Kriegswirren, die er herbeiführen wollte, durchschlagen konnte. Zu jener Zeit wurde ich auch ein Samurai. Und dann passierte es. Mein Bruder ermordete hochrangige Offiziere des Shogunats und unsere Familie musste den Preis dafür zahlen. Unsere Blutlinie sollte ausgelöscht werden, meine Eltern wurden hingerichtet und ich hatte es nur einem Zufall zu verdanken, dass ich entkommen konnte. Plötzlich obdachlos schiffte ich nach Kogane über. Unter neuem Namen schloss ich mich der Sekisegumi an, mit nur einem Ziel im Kopf, meinen Bruder Ogetsu zu bestrafen. In unseren Adern mag das gleiche Blut fließen, doch ich werde ihm niemals vergeben. An seinen Händen klebt das Blut unserer Eltern. Doch trotz all meiner Entschlossenheit habe ich keine Chance gegen meinen Bruder und während er immer mehr Anhänger um sich schart, wird meine Truppe immer kleiner. In unserer Kultur wird das Schicksal eines jeden bei seiner Geburt bestimmt und die Enthüllung, dass ich mit Ogetsu verwandt bin, hat den Glauben meiner Leute in mich erschüttert. Womöglich werden sie meine Autorität nicht anerkennen, auch wenn Wachtmeister Kongo sie mir übertragen hat. Und mit seinem Tod bist du die einzige Person, auf die ich mich noch verlassen kann, Potato. Bitte steh mir in dieser schwierigen Zeit bei. Hilf mir dabei, meinen Bruder zu besiegen. So, und die letzte Quest könnte uns ein Level abgeben, oder? Nee, nicht ganz. Wir kriegen doch kein... Doch, 216.000. Okay, doch, dann kriegen wir ein Level ab.
Und wir kriegen ein Ausrüstungsset, was vielleicht noch cooler aussieht als das hier, aber müssen wir mal schauen. Vielleicht können wir es auch so ein bisschen mischen. Potato, meine schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden. Ein Mitglied nach dem anderen desertiert aus der Sekisagumi. Sie wollen weder mir, Ugetsus Schwester, noch dir, Musosai Schüler, in den Kampf folgen. Wir haben so viele Leute verloren, dass wir nicht mehr über die nötige Stärke haben, um Ugetsu und seine Rebellen besiegen zu können. Wir müssen den Deserteure irgendwie zurückgewinnen. Meine Verwandtschaft mit Ugetsu lässt sich nicht schönreden, aber wenn wir erklären, dass Meister Musosai kein unehrenhafter Feigling war, ändern einige vielleicht ihre Meinung. Ich brauche nur eine Gelegenheit, sie zu überzeugen. Kannst du mir dabei helfen, die desertierten Samurai zusammenzutrommeln? Ich sehe mich in der Umgebung unseres Quartiers um, und im Norden der Stadt um. Kümmere du dich bitte um den Süden. Ach ja, meine lieben Freunde. Wir haben bald die Ausbildung als Samurai erstmal abgeschlossen, soweit es geht. Ah ja, wir kriegen Level ab. Krass. Nice. Und dann starten wir mit Level 71 in Shadowbringers endlich richtig rein. Ich hab nichts mehr zu tun. Doch, ich hab noch was zu tun. Ich muss noch eigentlich andere Klassen leveln, aber das werdet ihr nicht sehen. Das mache ich ohne euch. Du sollst Wachtmeister Shiden besiegt haben. Pah, ich wette, du hast schmutzige Tricks verwendet, die du von diesem Feigling Musosai gelernt hast. Die Wachtmeisterin möchte uns sprechen, sagst du. Was kann die Schwester von diesem Mörder noch von uns wollen? Ich werde mir anhören, mit was für lahmen Ausreden sie ankommt. Wieso bin ich gemein? Wollt ihr das wirklich? Also ich mache, das ist kein ungelogen, ich mache 20 Stunden das Gleiche. 20 Stunden lang mache ich immer wieder das Gleiche und es ist das Langweilige, was ich mache. Es sind die immer gleichen Räume, es sind die immer gleichen Gegner. Das ist Grind. Den erspare ich euch. Ich werde eine Klasse, werde ich mit Nebenquests hochleveln und die werden wir zusammen erleben, die Klasse. Was willst du, Fremder? Mit einem wie dir habe ich nichts zu bereden. Die neue Wachtmeisterin möchte sich vor uns rechtfertigen. Also gut, die Chance soll sie haben. Ich weiß noch nicht, welche Klasse ich da machen werde. Schwierig zu sagen. Da müsste ich eigentlich eine Klasse nehmen, die ich von 1 hochlevel, ne? Aber das habe ich eigentlich nicht vor. Mal schauen. Schauen wir mal. Ja, da schauen wir mal. Das wird schon irgendwie funktionieren. Bam, 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 bam. Und zwischen den Parts muss ich echt nochmal ganz kurz gucken. Und ich muss dann ganz kurz gleich etwas heimlich machen, ohne euch, damit ihr es nicht seht. Weil ich darf jetzt nicht zeigen, was ich gleich mache. Ich erkläre es euch bestimmt, aber naja. Ich darf es nicht zeigen, weil sonst habe ich Probleme. Was willst du? Es ist nicht so, dass ich unsere Wachtmeisterin oder dich für Lügner halte. Ich habe nur die Lust verloren, an eurer Seite zu kämpfen. Sie will mit uns sprechen. Ich bezweifle zwar, dass sie mich umstellen kann, aber ich werde mir anhören, was sie zu sagen hat. Bam, bam, bam. Um das einmal ordentlich zu testen, muss ich ein paar Sachen machen. Dann testen wir das einmal endlich ordentlich und testen das komplett durch und dass es gut aussieht und funktioniert. Es kann ein bisschen dauern. Wir müssen ein bisschen teleportieren, aber wir sind nicht mal auf Wetterbedingungen dann angewiesen. Mehr verrate ich nicht. Ich werde der Meister des Wetters. Vielen Dank, Potato. Lass uns gleich beginnen, bevor sie ihre Meinung ändern und wieder verschwinden. Hört mich an, Kameraden. In unserem Land ruft der Name Musosai Abscheu hervor. Warum? Weil wir zu wissen glauben, dass er es war, der das Monster Ugetsu erschuf und dass er sich aus Angst vor dem Tod vor seiner Verantwortung drückte. Nichts davon könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Musosai ist ausgezogen, um sich seinen Verfehlungen zu stellen und sie wieder gut zu machen. Er hat gelehrt, dass es die Pflicht der Samurai ist, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Ugetsu hingegen strebt das genaue Gegenteil an. Er will sehen, wie das Land in Chaos versinkt, nachdem das Shogunat zerstört ist. Ugetsu mag vor langer Zeit von Musosai trainiert worden sein, aber er war nie sein wahrer Schüler. Nein, Musosais wahrer Schüler steht hier vor euch. Er macht genau das, was sein Meister tat, das Katana führen, um den Frieden zu beschützen. Den Frieden zu beschützen? Pah, das ist nicht Lache. Was hat Musosai getan, um den Frieden zu beschützen? Kannst du uns das beantworten? Das würde ich auch gerne wissen. Er ist berühmt dafür, dass er durchs Land zog, zahlreiche Samurai herausforderte und niemals besiegt wurde. Klar ist das beeindruckend, aber das macht ihn noch lange nicht zu einem Helden.
Den Frieden kann man nur gegen das Böse verteidigen, wenn man es besiegen kann. Genauso wie wir täglich unsere Fechtkunst auf dem Übungsplatz trainieren, hat er sein Können in zahllosen Duellen verbessert. Oh. Er hat den Namen Kogarashi angenommen und zog los, um das Böse zu bekämpfen. Moment mal, der Kogarashi, der Samurai, der umherwanderte und allerorts Verbrecher zur Strecke brachte, als ich noch ein Knabe war? Der Mann, der die Schwachen beschützte und Kleinganoven genauso bestrafte wie gierige Fürsten, bevor er wieder Wind verschwand? Das war Musosai? Wegen ihm bin ich ein Samurai geworden. Ich auch. Kogarashi war mein Held. Ich wollte genauso werden wie er. Damals, als ich Geschichten von Kogarashi hörte, verspürte ich zum ersten Mal den Wunsch, mit einem Katana zu üben. Bei den Kami, ist das wirklich wahr? Ich wusste, dass Meister Musosai das Land bestreist hat, aber ich hätte nie geglaubt, dass er als Kogarashi unterwegs war. Mein Bruder hat seine radikalen Ideen also entwickelt, während er ihn auf seiner Reise begleitete. Also gut, Wachtmeisterin, wir haben uns in Musosai geirrt, aber was hast du zu deiner eigenen Verteidigung zu sagen? Genau, das haben wir nicht vergessen. Dein Bruder ist der Bastard, der sehen will, wie der Krieg unser Land verschlingt. Wie können wir dir da vertrauen? Jetzt ist es aber genug. Ich kann mir das nicht länger anhören. Ah, ich hatte gerade einen Frosch im Hals, tut mir leid. Hallo Potato, du freust dich sicherlich mich zu sehen, was? Ich dachte mir, dass ich ja ruhig mal das Heimatland des alten Musosai besuchen könnte und wenig später befand ich mich bereits auf einem Schiff. Doch welch ein fürchterliches Spektakel bietet sich mir hier gleich bei meiner Ankunft. Der alte Musosai würde in seinem Grab rotieren, wenn er das sehen könnte. Und du bist? Wer ich bin, spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist nur, was ich erlebt habe, nämlich eine Reise zusammen mit Potato und Musosai, um das Böse in der Welt auszumerzen. Wir haben festgestellt, dass ihr alle Kogarashi, also Musosai, respektiert und sehr bewundert. Ihr solltet wissen, was er immer wieder über seine Heimat gesagt hat. Ihr Leute hier in Higashi seht nur auf die Abstammung einer Person, so sehr, dass ihr vollkommen blind dafür seid, wer diese Person in Wirklichkeit ist. Es ist so offensichtlich, dass ich gar nicht glauben kann, das sagen zu müssen, aber ein Monster als Bruder zu haben, macht Makoto selber zu einem. Ganz im Gegenteil, die Tatsache, dass sie ihm so entschieden entgegentritt, könnte die beiden gar nicht verschiedener machen. Seht euch an, ihr wurdet nicht nur in Samurai-Familien hineingeboren, sondern habt durch harte Arbeit eure Träume verwirklicht. Was Makoto getan hat, ist nichts anderes. Genau wie ihr hat sie sich von den Fesseln befreit, die ihr bei ihrer Geburt angelegt worden, um das Leben zu leben, das sie leben möchte. Bei den Kami, wie konnte ich so blind sein, nach allem, was wir als Kameraden gemeinsam durchgestanden haben? Verdammt, du hast recht. So wie ich einst mein Dorf verließ, hat unsere Wachtmeisterin ihre Vergangenheit hinter sich gelassen. Wie konnte ich nur so dumm sein? Genau diesen Aspekt unserer Kultur habe ich immer gehasst. Kommt, Freunde, lasst uns all diejenigen zurückholen, die unserer Wachtmeisterin den Rücken zugekehrt haben. Wir haben eine Schlacht zu gewinnen. Oh yes, Mann. Bam, 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 bam. Du bist der nette Herr aus der Herberge in Ulda. Ich stehe tief in deiner Schuld. Ach, das ist doch nicht der Rede wert. Ich bin Veranstalter von Beruf und die Redekunst ist mein Fachgebiet. Meine Arbeit ist hier ist damit wohl getan. Ihr findet mich in einem dieser vielgepriesenen Badehäuser. Den Rest überlasse ich deinen fähigen Händen, Potato. Erledige diesen Ugetsu und schenke dem alten Musosai den Seelenfrieden, den er verdient hat. Für meinen Meister. Ich muss die Ehre meines Meisters wiederherstellen. Die Stunde der Wahrheit ist gekommen, Potato. Lasst uns nach Beko übersetzen und die Sache zu Ende bringen. Yes, Leute, lasst uns die Sache zu Ende bringen. Und meine Ausbildung abschließen. Also größtenteils. Also schon, ja, doch. Ich schließe meine Ausbildung ja quasi ab. Ich habe sie ja schon abgeschlossen, mein Meister, aber soweit wie ich das jetzt halt kann, habe ich abgeschlossen dann. Fette Katze, los geht's. Hui. Fette Katze fliegt. Fette Katze taucht. Hui. Fette Katze taucht auf. Fette Katze fliegt los. Ach, die fette Katze. Wollt ihr mal was Lustiges sehen bei der fetten Katze? Ich hoffe, man kann es hier auch sehen.
Wisst ihr, was sie macht, wenn die Beine einzieht? Da. Die drückt die Beine wirklich aus dem Fett heraus, ne? Da. Ich finde das mega lustig. Wie die ihre Beine aus dem Fett rausdrückt. Die fette Katze. Und Wusi, ich habe auch den Samurai heimlich auf Level 70 gebracht, ohne euch. Damit wir das jetzt alles erleben können, ist doch cool. Alle Männer sind zurück. Wir haben wieder volle Truppenstärke. Lass uns losziehen und Dugetsu vernichten. Und ich stotter auch ein bisschen. Aber gut, jetzt haben wir schon 4 Stunden Stream. Wird das Land weiter im Stillstand verharren oder wird sich der Vorhang für ein neues, blutiges Kapitel heben? So beginnt sie, die Schlacht, die das Schicksal Higashis entscheiden wird. Wie auch immer diese Schlacht enden wird, es gibt nur einen Samurai, der es würdig ist, mit mir die Klinge zu kreuzen. Potato, zeig mir dein Können! Wir stehen vor einem Duell auf Leben und Tod, mein kleiner Bruder. Ich bin nicht dein Bruder. Du bist eine Schande. Dein Kampfstil erinnert zweifellos an unserer Meister. Leider wirst du mich mit der kläglichen Training, das muss leider nicht gelungen. Ich kann das leider nicht schnell genug lesen, ihr müsst es selber lesen. Tut mir leid, es geht nicht. Wieder abgeht, oder? Aber ich habe auch eines auf Lager. Besiegt. Töte ihn nicht. Sie tötet ihn. Worauf wartest du noch? Der Sieg gehört euch. Lasst ja wenigstens den ehrenhaften Tod.
du schon vergessen? Ein Samurai darf nicht zögern. Wenn du zögerst, schenkst du dem Gegner die Initiative. So ist es gut. Du bist ein entschlossener Samurai. Kaketsu. Kommt, Kameraden, lasst uns zum Quartier zurückkehren. Das war schön, oder? Na, schön kann man nicht sagen, aber war schon cool. Cool kann man, glaube ich, sagen. Schön vielleicht nicht. Potato, wir haben die Bedrohung für unser Land abgewendet und wir hätten es sicherlich nicht ohne dich geschafft. Sei dir meiner ewigen Dankbarkeit gewiss. Ein paar der Rebellen konnten fliehen, doch ohne einen Anführer, der sie vereint, werden sie schon bald in Bedeutungslosigkeit versinken. Was mich betrifft, meine Ernennung zur Wachtmeisterin der Sikizagumi wurde nun offiziell gemacht. Es ist eine große Verantwortung, doch ich werde alles daran setzen, dem Vertrauen, das Wachtmeister Kongo in mich gesetzt hat, gerecht zu werden. Inzwischen hat Kogarashis wahre Identität auch außerhalb unserer Einheit die Runde gemacht. Wie sich herausstellt, war er ein Vorbild für viele unserer Samurai. Sie schlossen sich der Sikizagumi an, um wie er Gutes zu bewirken. Als Meister Musosai sich auf seine Mission begab, hat sich ein Teil von ihm sicherlich gewünscht, auf diese Weise die Saat für eine neue Generation von Samurai auszusehen. Ugetsu hingegen wählte den schnellen Weg und ihm war egal, ob dieser über Leichen führt. Er sah in Higashi nur ein marodes Haus, das es einzureißen galt. Meister Musosai hingegen wollte dieses Haus restaurieren. Brett um Brett, Nagel um Nagel. Eine Ungerechtigkeit nach der anderen, auch wenn der Prozess mehrere Lebzeiten dauern sollte. Damit sein Vermächtnis weiterlebt, werde ich alles daran setzen, hier in Kugane einige Verbesserungen herbeizuführen. Ich hoffe, dass auch du mit der gleichen Einstellung deine Reisen fortsetzen wirst. Auf Wiedersehen, Potato. Yay. Level up, oder? Oder reicht es knapp nicht? Der erbitterte Kampf gegen den ersten Schüler deines Meisters erweckt eine neue Macht in dir. Damit endet die Samurai-Auftragsreihe von Final Fantasy XIV Stormblood. Um die nächste Auftragsreihe zu beginnen, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein. Erstens, es wurde eine Spiellizenz für die Erweiterung Shadowbringers erworben. Zweitens, der Auftrag des Hauptszenarios Shadowbringers Schattenbringers abgeschlossen. Das heißt, ich muss Shadowbringers komplett durchspielen, bevor ich die Klassenquest machen kann. Die Rollenauftragsreihe für physische Angreifer ist abgeschlossen. Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, kann die Auftragsreihe für Samurai bei Makoto im Quartier der Sikizagumi fortgesetzt werden. Ach so, nee. Ah, die müssen die Klassenquests machen. Die können wir auch jetzt schon machen. Okay. Ja, Erfahrungsstufe gestiegen. Wir machen nochmal eben ganz kurz die Kiste auf, die wir bekommen haben. Mist. Das ist nicht besser als das, was ich habe, glaube ich. 290. Nee, ich habe alles deutlich besser. Oh, das jetzt anzugucken wird ein bisschen kompliziert, weil ich die Sachen hier einzeln austauschen muss. Es ist das Ding. Uff. Belastend. Naja. Ich schon Samurai-artig, das stimmt schon. Der Hut ist geil. Also ich schon Samurai. Ist gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin, oder? Sieht schon nice aus irgendwie, aber ist so bulkig irgendwie. Naja, schau mal, was ich daraus mache. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dahin, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich und hat diesen Kampf gewonnen. Und wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann. Tschüss!
Tschüss.